Reste liegen. Da war ich eben die Orangen verkaufen. Und da kaufen wir heute nichts. Da hinten ist der Aldi. Da wollen wir noch hin. Denn die haben heute Messer und Outdoorhosen. Shopping for EDC und Bushcraft. Oh ja. Dann geben wir mal die schon wieder an zu haben. Wahnsinn. Oh, das ist er. Habe ich schon. Oh. Ganz steil. Mit Serrations auch noch. Den nehmen wir mit. Damen-Outdoor-Hose. Herren-Outdoor-Hose. Da. Hm. Mein Gott, haben die ein Zeug hier. Na gut, eine Hose nehme ich mit. So, hören wir zurück. Also, Outdoor-Hose, 10 Euro. Taschenmesser, 3 Euro Peng und ich muss das Logo von meiner Firma verdecken. Im Lidl gab es da noch 2 Diamantschärfer, einmal ein normaler, ja, der hier ist zum Beispiel für Serrations oder sowas ähnliches und hier einen normalen. Wenn jemand den Lenski Diamond Rod hat, wäre es mal ganz nett, wenn jemand einen Vergleich machen könnte zwischen dem Lenskys Diamond Rod und einem von Lidl, weil die kosten glaube ich 2 Euro. Ja? Also alle beide 2 Euro. Jetzt packen wir mal zusammen das Messer aus und schauen es uns mal an. Übrigens die Hose, die ist schon sehr cool. Ja? Seht ihr, wie ich die zusammengerollt habe? Ja, die ist hier aus so einem Stretch-Material, die ist auch hier aus Stretch-Material, sehr cool. Ja? 10 Euro, Arschlecken. So, also, wenn man die zusammenrollt, die ist relativ dünn. Ja? Hätte man zum Beispiel im Falle von Regen oder was auch immer, weil die ist, ich lese euch das gleich vor. Hat die hier ein sehr geringes Packmaß. Ja? Also rein in den Rucksack, da hat man Backup. Cool. 10 Euro? Warum nicht? So, ich lese euch mal vor, was hier steht. Tec-Tex Speed. Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, schnell trocknend, leicht und komfortabel. Dieses Kleidungsstück ist aus besonders atmungsaktiven Materialien gefertigt. Das Material nimmt sehr wenig Feuchtigkeit auf, trocknet schnell und leitet zudem die Feuchtigkeit wirksam vom Körper ab. Sehr gut. Wenn die nass wird, wird die schnell trocken. Dadurch wird der unerwünschte Auskühlungseffekt des Körpers aktiv verhindert. Tec-Tex Speed steht für komfortable Bekleidung durch aktive Feuchtigkeitsregulierung. Cool. Wir haben keine Gesäßtaschen. Ja? Wir haben hier eine Tasche, rechts und links. Und wir haben hier so eine Tasche am Bein. So, jetzt packen wir mal das Messer aus. Zum ersten, hier steht drauf, Klinge aus rostfreiem Stahl, natürlich nicht welcher. Importiert durch Eie Import Sattelstedt Gewerbestraße 20 Austria. Modell 6. Bedienungsanleitung. Beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung. Prüfen Sie das Produkt vor jeder Benutzung auf eventuelle Schäden. Benutzen Sie ein beschädigtes Produkt nicht weiter.
Dieser Artikel ist nur für die Verwendung im privaten Bereich geeignet und nur für untergeordnete Anwendungen gedacht. Aha. Dieses Artikel ist kein Ersatz für ein Fachwerkzeug. Dieser Artikel ist kein Spielzeug. Öffnen des Messers, mit einer Hand das Messer halten, die Sicherungsarretierung lösen und die Klinge mit der anderen Hand ausklappen. Darauf achten, dass die Klinge vollständig geöffnet und die Sicherung eingerastet ist. Schließen des Messers, die Sicherheitsarretierung betätigen und die Klinge einklappen. Sicherheitshinweise. Dieser Artikel von Kindern und Jugendlichen fernhalten, welchen sich der Gefahren im Umgang mit Messern nicht bewusst sind. Vorsicht, die Klinge ist sehr scharf. Verletzungsgefahr. Das werden wir gleich sehen. Das Messer steht sauber halten, das Messer nach jedem Gebrauch sorgfältig reinigen. So. Heute mal Spider-Coatinaceous. Das teste ich jetzt im Augenblick noch mal nach langer Zeit für ein Langzeit-Review. Ich habe es jetzt, glaube ich, schon weit über 3 Jahre. 3,5. Nicht sogar länger. Ich weiß es jetzt nicht, müsste ich mal meine alten Videos gucken. So, da haben wir zuerst mal die Nylon-Tasche. Ja, wie immer. Naja, schweigen wir über was anderes. KF802 von der Firma Eie. Voller 4-Fingergriff. Backlock. Man muss also den Backlock betätigen, um die Klinge zu öffnen. Achtung, Spinebreak-Test. Okay, dann gucken wir mal, wie scharf das wirklich ist. Hey, nicht schlecht. Na, das sind noch mal ein paar Löckchen, oder? Schleifkerbe. Fingerzeul. Holz. Naja. €3. Backup-Messer ab in den Rucksack. Na nü. Jetzt. Aber ein bisschen Klingenspiel haben wir. Hoch und runter. Mal gucken. Ein bisschen seitlich. Haben sie wahrscheinlich nicht richtig festgezogen. Müsste ich mir jetzt mal genauer anschauen. Also, da der Griff relativ dünn ist, ja, hätte ich da wahrscheinlich Probleme, wenn ich halt längere Zeit in Benutzung haben würde. Ich habe Handschuhgröße 9,5 bis 10. Ja. Wenn man nicht mal Jimping hier, ein leichter Hohlschliff, hatte ich schon gesagt, oder? Okay, ja. So, holen wir uns mal hier den Diamantstab raus. Runde Seite zum Schärfen von Messerklingen, flache Seite zum Entgraten von Glas oder Fliesenkanten. Mit nur zum Schärfen von Angelhaken und Dartpfeilen. Hier das mit den Pfeilen.
Das ist natürlich am Anfang sind die immer sehr grob. Also da gibt es Leute, die schimpfen und sagen, Entschuldigung, das ist ja, erzeugt Mikroserrations. Kann ich nachvollziehen, aber wenn man die öfters benutzt, wird das nicht mehr so grob sein und dann funktionieren die auch besser und hinterlassen nicht so einen Megagrat. Mit ausziehbarem Schleifstab, praktischer Stabhalter mit Schraubfixierung und Taschenclip. Länge 19,5 cm, Materialgriff Aluminium, Klinge Carbonstahl mit Diamantbeschichtung. Sicherheitshinweis vom Körper wegschleifen, nicht für Keramikklingen geeignet. Dann haben wir noch hier den. Ja. Also der hier ist zum Beispiel für Serrations. Ja, hier steht drauf. Zum Schleifen von Meißeln, gezackten oder gebogenen Klingen. Praktischer Stabhalter mit Schraubfixierung und Taschenclip. Bla bla bla. Aluminium, Carbonstahl, Keramikbeschichtung vom Körper wegschleifen. Nicht für Keramikklingen geeignet. Powerfix. So, das Messer hat es zwar noch nicht nötig. Ja? Sie sagen vom Körper wegschleifen. Ist mir aber wurscht. Ich schleife das so. Boah, am Anfang ist dieses Geräusch echt ekelig. Ich schleife wie ich will. Man spürt richtig, dass das richtig Material wegnimmt. Das zeige ich euch. Ja, könnt ihr das sehen? So. So, also alles in allem 10 Euro, 12, 14, 18 Euro. Das war super. Gut, Messer wird mich jetzt wahrscheinlich nicht täglich begleiten, glaube ich nicht. Aber ich sag mal so. Low-Budget-mäßig sind wir da ganz gut bedient mit und oh, aber die Hose ist gut, gefällt mir sehr gut. Na gut, Diamantstäbe kann man nicht genug haben. Oh, hier ein Taschenmesser, egal wo, ich habe immer eins in Griffweite, immer. So, das war's eigentlich schon. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video und wenn man gilt, tschüss Matiot, schwenkt die Hut, tschüss ab und schwenkt die Kapp. Was mir auffällt ist, tiefer geht dieser Stahl nicht rein. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, wofür man den noch benutzen kann. Alles klar?